Wir sind am Schwieloer See. Ist da feines Wasser. Nicht das Heu. Bei Feuchtwangen, Dinkelsbühl, ja, auf jeden Fall in der Nähe von dort. Wir sind in Bayern. Wie kommt das? Ja, werde ich später erklären oder erzählen. Ja, und hier werden wir heute Nacht übernachten. Und dann geht's morgen zu meiner Tochter nach Weingarten. Ja, das war's erstmal. Überraschung. Gestern noch Ostsee. Ja, nicht ganz Ostsee, an der Peene. Und jetzt sind wir wieder im Süden. Blau-Weiß. Bayern. Neunte Woche, mittelprächtiges Wetter,
Frühstück. Hier haben wir übernachtet. Da hinten der Schwarzwald. Morgen, Leute. Ja, hier haben wir übernachtet. Ruhiger Platz. Wir waren ganz alleine hier. Ja, und heute geht's durch den Schwarzwald. Mal wieder durch den Schwarzwald. Richtung Pforzheim. Danach soll es weitergehen nach Schweinfurt. Ich denke, wir werden in 3 Tagesetappen dort hochfahren. Als Rentner hat man Zeit. Ja, und in Schweinfurt wollen wir auf den Main. Wie weit wir den befahren? Ja, das ist alles noch offen. An der Ajachbrücke da vorne. Hier steht Gustav. Ja, kleine Mittagsrunde. Ich glaube, hier kommt vor allem Teiche. Die Sonne ist wieder da. Heute Vormittag Regen. Ja, ich glaube, das sind Forellenteiche. Hier nochmal die Eier. Ja, leider zu wenig Wasser für unser Kanu. Und hier die Fischteiche. Alles voller Forellen. Fütterungsanlage. Naja, da kann ich nichts machen. 1, 2, krass. Richtig krass. Ja, ich denke, das sind Regenbogenforellen. Ja. Naja, ja. Ja, alles voll. Wow. Was nur mit dem Kescher rein. Hier Forelle 2.0. Hier Forelle 1.0. Aber 1.0 funktioniert wohl nicht mehr. Und Maya in der Ajach. Ja, natürlich, hier waren wir noch nie drin. Ist das frei, Mädele? Hey, Strömung. Bleib hier. Oh, du bist so eine. Ist das frei, Mäusle? Komm hier, hopp. Komm so. Ja, fein. Ja, streng dich an. Ja. Oh, so eine mutige Maya. Ja. Mein Mädele. Mein Mädele. Hä? Wie schön hier. Na, warum hebe ich immer den Finger? Keine Ahnung. Alte 68er Attitüde. Sehr schön, hier auch einen Fisch zu sehen. Bisher. Nein. Oberhalb des Taubertales. Da unten. Natürlich nicht zu sehen, die Tauber. Viel besser zu sehen, die Maya.
Ja, es ist zwar noch früh am Nachmittag, aber wir haben die Fahrt für heute beendet. Werden hier oben übernachten. Sehr ruhiger Platz. Ja, diesen Platz hätten wir ohne Navi wahrscheinlich gar nicht gefunden, muss ich zugeben. Ja. Da vorne steht unser Auto. Ja, wir brechen mal wieder auf. Alles klar, Maja. Auf zum Main. Ja, wir suchen Platz, wo wir morgen einsteigen können. Hier zum Beispiel, ja, Konkurrenz. Naja, keine Konkurrenz. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, das ist hier der einzige Platz. Okay. Kommen wir hier ins Wasser? Ist ja echt heftig. Wir können irgendwie nirgends einsteigen. Kanu Club geschlossen. Corona. Und jetzt kommen wir hier ins Privatgelände. Die Meier im Main. Leider zu spät. Ja, wir ziehen wahrscheinlich weiter weg vom Main oder ein Stückchen nach oben. Ja, hier ist ja alles geschlossen. Was ist los? Wo ist unser Auto? Ha? Wo ist unser Auto? Morgens in Franken. Und da hinten versteckt unser Gustav. Ja, Meier weiß, wo es lang geht. Sie will ihr Frühstück. Gustav. Da unser Auto, hä? Maja. Alles gut.
immer da, wo du nicht bist. Und das ist immer den Ort. Es ist schön, wenn's nicht mehr weh tut. Und wo zu sein, wo du nie warst. Auf dem Sophienberg. Da drüben Kirchberg, Jagst, ja, und diese Anlage hat so ein, ja, ein ehemaliger Fürst erschaffen. Ja, diese Schiller. Die kenne ich, aber hier auch dürfen wir wohl. Okay. Und da unten fließt die Jagst. Schauen, ob man was sieht. Maja, lauft so. Cooler Platz. Sonst ist nicht viel übrig geblieben. Tja, irgendwie schwierige Zeiten. Für mich auf jeden Fall. Ja. Es hat sicher mehrere Gründe, weshalb ich die Zeit als etwas schwer empfinde. Mag sein, meine Geschmeidigkeit lässt nach. Ich werde so langsam alt. Dagegen will ich angehen. Es mag sein, der Aspekt Auto, eben die schnellere Geschwindigkeit, wirkt sich nicht gerade positiv aus auf, ja, auf die Findung des Weges, auf die Ziele. Man ist ziemlich schnell unterwegs und fährt sich an manchen vorbei. Also auch da muss ich mich erstmal ein Stück dran gewöhnen. Die Jagst bei Kirchberg. Wunderschön hier. Ja, wir wollten die Jagd eigentlich runterfahren und stellen eben leider fest, ja, dass die schönsten Abschnitte gesperrt sind, dass man die im Sommer gar nicht befahren darf. Richtig schade. Ja, jetzt gehen wir die Sache eben zu Fuß ab. Bleiben wir geschmeidig. Fällt nicht immer leicht. Ja, ziemlich verkrautet hier. Schon Spaß gemacht. Wirklich schade. Na lauf. Okay.
viel Wasser. Ja, aber man wird durchkommen. Schon schade. Und hier die Sandenbank. Schöner kleiner Weg. Das wäre was für den Wolkenfänger. Hallo Jürgen. Ja. Hat auch zu Fuß was, sicher. Da unten die Axt. So. Maya natürlich immer vorne raus. Mäusle. Ich kann. Tut richtig gut, die Kühle heute Morgen. Gehen wir weiter. Ja, gehen wir weiter. Tschüss, Jagd. Ja, ich glaube, wir werden uns nicht mehr wiedersehen. War schön, auch wenn wir nicht fahren konnten. Aber wenn ich mir das alles so ansehe, ja, wenn hier so 20, 30 Kanus unterwegs wären, wäre nicht gut. Schade, schade. Die Axt bei Kirchberg. Schade, schade. Irgendwo auf der Alp. Ja, noch immer ziemlich plan und ziellos unterwegs. Thank you.
jetzt geht's zu unserer Höhle. Ist natürlich streng geheim. Also ich sage euch auch gar nicht, wo wir sind. Ja, das hier ist schon einer der coolsten Plätze hier in der Gegend. Ja. Bleib mal hier, du. Maya. Da drunter ist die Höhle. Maya, kommst du jetzt mal hierher? Ja, sorry. Schwache Nerven. Ja, Maya ist ungeduldig. Hier haben wir übernachtet. Unter freiem Sternenhimmel. Ja. Ganz einfach Bundeswehr, Matte, Blanket, billiger Aldi Sommerschlafsack, so ein Inlet. Ja, hier steht noch mein Kaffee. Wasser ist sehr wichtig hier. Ja, und wir sind mal wieder am oberen Donautal. Ja, richtig schön hier. Und hier ist mein... Ja, wir sind alleine. Wir sind alleine. Hier eine coole Feuerstelle. Ja, hatten wir gestern jetzt nicht an. Nicht in Betrieb. Ja, und dieser Teil... der Donau, dafür keine Straße entlang, nur eine Eisenbahn, Radweg und von dem her richtig still. Ja, nach schwierigem Abstieg. Von da hinten kommen wir her. Sind wir jetzt so am Fuße des Felsens. Hier ist die erste Höhle. Ja, hier habe ich auch schon übernachtet. Aber jetzt nicht so toll. Überall Steine. Ja, wir gehen weiter. Da. Schauen, ob wir die andere auch finden. Ist etwas schwieriger zu finden. Lauf zu. Ja,
schon cool. Windet ziemlich stark. Da haben wir auch noch Gewitter angekündigt. Felsenfestung. So, ich muss erstmal ausschalten, bis wir oben sind. Ja, da unten ist der Einstieg. Dann geht's hier weiter. Und jetzt sind wir gleich oben. In der Felsenfestung. Hier oben ist so eine Art Podest. Da kann man sich hinlegen. Oh, die Pause. Oh. Ja, hier waren wir schon mal, Mäusli, gell? Hier waren wir schon mal. Oh, ist das cool, ey. Ja, hier ist der Einstieg. Da muss man schon aufpassen. Hm. Aber Maya zeigt, wie das elegant geht. Lauf zu jetzt! Ja, da siehst du schon wesentlich geschickter als ich.